Stimmt. So. Halbwertszeit des Wissens könnte ein Untertitel sein. Der richtige Titel des Textes ist C737 oder wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Endlich. Post. Die neue Kreditkarte ist da und ab jetzt gültig bis August 2008. Quatsch, das war die vorletzte. Aber wie den Überblick bewahren in diesem Heute, das morgen schon gestern ist? Falscher PIN-Mann vor einem Jahr, hätte der noch gestimmt. Falscher Mann, komm, vor 15 Jahren, hätte der noch gestimmt. Und außerdem war ich damals noch Single. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Ich habe mich gerade versehentlich auf MySpace eingeloggt. Ich habe schon den, dritten Pass. Ich habe 1000 Paar Sneakers durchgetanzt. Ich habe alles vergessen, was ich in der Schule gelernt habe. Außer vielleicht, wie es sich anfühlt und in der Pause über dich lacht. Seit ich 15 bin. Jahre, nicht Kilos, habe ich mich unwohl gefühlt und zu dick und seit ich es bin, fast 90 Kilos, nicht Jahre, stelle ich fest, ist gar nicht so schlimm. Gar nicht so wichtig, was die anderen denken, wenn sie dich anschauen, gar nicht so wichtig, was sie sehen, was sie dir zutrauen, solange deine Knie dich tragen, dorthin, wo du deine Träume siehst und darüber hinaus. Was ist wichtiger, ob du dich rauswächst oder wie du im Bikini ausschaust? Die Welt macht mir Knieschmerzen. Sie haben gesagt, trink kein großes Bier, das gehört sich nicht für ein Mädchen und weil wir schon reden, bloß kein Sex vor der Ehe. Sie haben gesagt, studieren Sie nicht Deutsch auf Lehramt, machen Sie gleich den Taxischein. Sie haben gesagt, Atomkraft ist eine billige und sichere Alternative. Sie haben gesagt, glaub an mich, ich bin über Wasser gegangen. Sie haben gesagt, iss keinen Mondstrudel, das ist eine Einstiegsdroge. Sie haben gesagt, unser Nachbarland heißt Jugoslawien, dort spricht man Serbokroatisch und lebt in Frieden. Sie haben gesagt, du bist ein ganz besonderer Mensch, geh mal ficken. Sie haben gesagt, Pluto ist ein Planet. Sie haben gesagt, I did not have sex mit Monika, wie hieß die nochmal? Sie haben gelogen, immer wieder gelogen und um es wirklich kompliziert zu machen, haben sie zwischendurch die Wahrheit gesagt. Ich sage meistens die Wahrheit, aber selten die ganze. Ich stehe häufig still, doch verspreche, ich tanze im Kopf zwischen Zeilen auf Bühnen und Bergen, ich ärgere mich oft, wir stehen im Rücken zur Wand und auf den Schultern von Zwergen. Und die treffen ganze Entscheidungen aus Minimundus-Perspektive, speisen unseren Abend ab mit Halbwertzeiten, treffen ganze Entscheidungen, hoffen, dass der Umsatz stiege und bei ihnen bliebe, kennen von den Folgen nicht einmal die Halbwertszeiten. Und alles zerfällt, Länder, Lieben, Kerne, die sich spalten, alles zerfällt, Gutes wie Schlechtes, nur halt nicht in vergleichbaren Geschwindigkeiten. Und ich bin müde davon, mich aufzulehnen. Ertappt mich dabei, heute schon wieder keine Zeitung zu lesen, es fällt mir leichter als früher, Ungerechtigkeiten schnell beiseite zu schieben, denn ich habe so viel und Angst, es zu verlieren. Und ich verliere auch ständig die Haustürschlüssel, den Geduldsfaden. Die Lust, dir zuzuhören, wenn du schon wieder nur über dich sprichst, während doch ich gerade, naja, über mich sprechen möchte. Es gibt Gespräche, die sind so blutleer, wie es das Ende von The Shining nicht ist. Es gibt Tage, da sagen wir alle, ja, Zombie ist auch eine Art, was aus sich zu machen und außerdem schaue ich mal um in der U-Bahn und ja, vielleicht ist Jesus über Wasser gelaufen, aber deswegen kaufe ich mir auch keine Flossen im Ausverkauf und ich habe einiges erreicht. Es gibt Leute, die grüßen mich nicht und weichen mir auf der Straße aus. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich engagiert. Ich lebe in einem Heute, das morgen schon retro ist. In einer Natur, die meistens in vitro ist, in einer Welt, in der viel los, was ziellos und lieblos ist, alles gibt's nur Stillstand nicht. Eben gerade habe ich im Sandkasten gespielt. Schule, Uni, ich habe mich verliebt in einen Mann und in ein Event, das vor uns beiden in Österreich eigentlich niemand gekannt hat, nennen wir es Poetry Slam. Und diese beiden Lieben, der Mann und der Slam, nehmen mir seit 15 Jahren den Atem und es fühlt sich an, als wären keine 5 Minuten vergangen. Doch Zeit ist relativ. Nur der Zerfall ist sicher. Du isst vielleicht gerade keinen Fisch, weil Fukushima dich an deine Endlichkeit erinnert. Ich habe ein Jahr lang im Zimmer gespielt, als Tschernobyl die Wolke in meine Richtung trieb und länger keinen Pilz gegessen. Und neulich schlage ich im Pilzbuch nach, ob mich das, was ich in der Hand habe, tödlich krank macht und fühle mich veranlasst nachzudenken, wie lang das her ist mit dem Jod, dem Strontium und dem Big Bad Motherfucker Cesium-137 und deren Halbwertszeiten. Als Tschernobyl sich einen Super-GAU erlaubt hat, war ich 11.
Seitdem habe ich ein halbes Leben gelebt. Schule, Uni, ich habe mich verliebt. Ich habe 1000 Paar Sneakers durch tanzend auf Demos getragen. Ich habe mir den Traum vom Schreiben erfüllt und jede Menge Bühnen für mich und andere gebaut. Und vom Cäsium 137 Marke Tschernobyl ist nicht einmal die Hälfte abgebaut. Und wenn ich mich jetzt manchmal alt fühle, bisschen zu verbraucht für die ganz große Revolution, dann schaue ich mich um in der U-Bahn und da sitzt da schon der junge Mann mit Kopfhörern und Füßen auf dem Sitz gegenüber und ich stelle mich hin und ich sage, will der junge Mann nicht auch einmal ein bisschen aufstehen? Und er schaut mich an, als wäre ich ein Buch und er wird mich lieber nicht lesen. Er will eigene Wege, eigene Fehler und ich denke, ist okay, denn ich bin auch nur ein Zwerg und auf meinen Schultern werden Riesen stehen. Und deshalb, meine Damen und Herren, mache ich jetzt Frührückentraining. Dankeschön.